Lara Croft beeindruckte bei ihrem ersten Auftritt 1996 Kritiker und Spieler gleichermaßen. Indiana Jones bekam ernsthafte Konkurrenz durch die clevere Lara, die sich mit viel Waffengewalt und Köpfchen durch geheimnisvolle Orte kämpfte, Rätsel löste und selbst vor einem T-Rex nicht zurückschreckte. Diese taffe Dame baute ihren Ruhm durch zahlreiche Fortsetzungen aus und so wurde 2001 auch Hollywood auf sie aufmerksam. Angelina Jolie spielte Lara Croft in gleich zwei Filmen, die bei den Fans aber nicht so gut ankamen. Nachdem Lara 2013 in den Spielen einen Reboot erlebte, bekommt Tomb Raider nun auch im Kino eine zweite Chance. Mit Oscar-Preisträgerin Alicia Vikander ist auch Ersatz für Angelina Jolie gefunden. Die Story. Das Spiele-Reboot stellt uns eine junge Lara vor, die sich den Titel des Tomb Raiders erst noch verdienen muss. Im Spiel erleidet sie mit ihrer Crew Schiffbruch auf der sagenumwobenen Insel Yamatai, die einst von der Sonnenkönigin Himiko beherrscht wurde. Auf der Insel muss sich Lara dann gegen einen mysteriösen Kult wehren und das Geheimnis der Insel lüften, um sich und ihre Freunde zu retten. Der Film. Der Film, der 2018 in die Kinos kommen soll und dessen Dreharbeiten schon begonnen haben, basiert zum größten Teil auf dem ersten Teil des Reboots. Dabei begibt sich Lara auf die Suche nach ihrem verschollenen Vater und gerät deswegen auch auf die geheimnisvolle Insel. Mit dem norwegischen Regisseur Roar Utaug ist auch ein echter Survival-Experte hinter der Kamera am Werk. Sein Horrorfilm Cold Prey ist ein sehenswerter kleiner Film, der vor allem durch den ruhigen, aber konsequenten Spannungsaufbau, psychologisches Einfühlungsvermögen und atemberaubende Landschaftsaufnahmen überzeugt. Wenn er das so auch auf Tomb Raider übertragen kann, hätten wir vielleicht endlich mal eine gute Videospielverfilmung. Just do it! Die Stars. Alicia Vikander haben wir ja bereits erwähnt. Sie wird Lara im neuen Film spielen und wird hoffentlich den Wandel von der verletzlichen zur toughen Lara, die um ihr Überleben kämpft, gut verkörpern. Ihr gegenüber steht Walton Goggins als Father Matthias Vogel. Goggins hat ja zuletzt in Tarantinos Hateful Eight gezeigt, dass er skurrile, leicht furchteinflößende Charaktere gut spielen kann. Außerdem mit dabei sind Into the Badlands Star Daniel Wu und Dominic West als ihr Vater. Was wir erwarten. Keep it together. Wir wollen eine starke Lara. Es steht und fällt mit Lara Croft. Die neue Lara aus den Spielen ist ein bisschen wie eine sanfte, aber nicht weniger gefährliche Variante von John McClane. Yippie-ki-yay, Motherfucker. Sie ist verletzlich, sie wird unerwartet in diese gefährliche Situation geworfen und sie muss sich in Sekundenschnelle Dinge aneignen, um zu überleben. Wir wollen die Lara mit Pfeil und Bogen, die sich an ihre Gegner heranschleicht, die Höhlen, Ruinen und andere unheimliche Dinge erforscht und dabei selbst auch ein wenig Angst hat. Shit! Wir wollen eine gute Story. Zum Glück liefert das Reboot-Game schon eine spannende Geschichte, die sowohl als Abenteuer-Story als auch als Origin-Story funktioniert und quasi das Erwachen der Heldin Lara Croft und ihre Entwicklung zum wahren Tomb Raider offenbart. Wir wollen Action und Abenteuer. Natürlich lebt Tomb Raider nicht nur allein durch die Geschichte und die starke Heldin, sondern eben durch einen gekonnten Mix aus Action und Abenteuer. Indie meets John McClane. Genau so wollen wir das haben. Wir wollen Stealth Lara, wir wollen Forscher Lara, wir wollen Kavum Lara. Hoffen wir einfach, dass sich das Tomb Raider Team das Spiel wirklich zu Herzen nimmt und die coolen Action-Sequenzen gekonnt umsetzen kann. Was meint ihr? Wird es dieses Mal was mit einem guten Tomb Raider Film? Wie gefällt euch die Besetzung? Schreibt es uns in die Kommentare. Und wenn ihr mehr über Laras Kollegen Indy und Nathan Drake erfahren wollt, schaut euch diese Videos an.